Also man kann ja wirklich sicherlich sagen, dass die Weltlage weiter sehr extrem gefährlich bleibt. Bei der letzten Sendung, letzte Woche, waren ja auch, also haben sich ja zwei Geschehnisse ereignet, die sehr, also eine sehr, sehr große Bedeutung haben nach wie vor und deren Koinzidenz ja doch sehr bemerkenswert war, wie du auch letzte Woche etwas mehr eingegangen bist. Das eine war ja die Pressekonferenz unter anderem von Senator Bob Graham, der ja auch Vorsitzender der Untersuchungskommission zu den Ereignissen des 11. September 2001 war. Und das andere Geschehnis war ja dieser schreckliche Terroranschlag in Paris. In dieser letzten Woche war ja die Dynamik von diesen beiden Ereignissen doch sehr stark bestimmt. Und kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, warum diese nach wie vor sehr bedeutend sind für die Veränderung dieser Weltlage und warum? Naja, es ist ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge passiert. Vielleicht zuerst die doch bemerkenswerte Demonstration am Sonntag in Frankreich. Das war nach allen Berichten die größte Kundgebung, die jemals in Frankreich stattgefunden hat. Das waren über 4 Millionen Menschen, alleine in Paris 1,5 Millionen Menschen. Und die haben im Grunde eine sehr erstaunliche Leistung da vollbracht. Weil es war ja sehr offensichtlich, dass von den Leuten, die diesen Terroranschlag gemacht haben, davon rede ich jetzt nicht nur die eigentlichen Terroristen, sondern diejenigen, die im Hintergrund auch dafür primär verantwortlich sind, hatte ja zum Zweck zwei Dinge. Das eine war, was Terrorismus immer tun soll, die Bevölkerung zu terrorisieren. Und zum anderen eine klare Botschaft an Präsident Hollande. Zumindest ist das die Ansicht von einer ganzen Reihe von einflussreichen Leuten, die im Hintergrund das so gesagt haben, dass es eigentlich die Reaktion von Hollande war, nicht mehr bei der Kriegspolitik gegen Russland mitzumachen, sondern für ein Ende der Sanktionen einzutreten, dass das im Grunde so ein Warnschuss vor den Bug von Präsident Hollande sein sollte. Und wenn man sich dann anschaut, wie völlig unterschiedlich die französische Bevölkerung reagiert hat auf diesen Terroranschlag, etwa im Unterschied zum 11. September, wo 2001 die amerikanische Bevölkerung vollkommen terrorisiert war und es wirklich Tage, wenn nicht Wochen oder Monate lang gedauert hat, ehe im Grunde wieder ein Anschein von normalem Verhalten da eingetreten ist, das eigentlich auch nie wirklich passiert ist, weil die Tendenz zum Polizeistaat in Amerika ist seitdem immer noch ungebrochen da, während in Frankreich die Bevölkerung wirklich sehr ruhig, feierlich, aber sehr vereint auf die Straße gegangen ist und die Hauptslogans waren ja: Ich bin Jude, ich bin Muslim, ich bin Christ, ich bin Franzose, ich bin Weltbürger, ich bin Charlie oder wir sind alle Charlie. Und das war halt ein Ausdruck einer Geisteshaltung, die eben dem Terror eine klare Absage erteilt und sagt, hier, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht durch solche barbarischen Akte in Polizeistaat verwandeln. Und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, weil das hat eigentlich etwas gebrochen, was zur Kontrolle dienen sollte und was jetzt im Grunde eine Stärke in der französischen Nation repräsentiert und was so schnell auch nicht wieder verschwinden wird und was mit Sicherheit auch wirksam werden wird bei anderen Themen, die eben auch eine Bedrohung für Frankreich darstellen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und es ist ja nun wirklich sehr deutlich geworden, dass also im Grunde diejenigen, die sagen, der Punkt ist jetzt erreicht, wo im Grunde dieser Vorwand, im Namen des Islams Terrorakte zu begehen, das muss beendet werden und dieses Übel muss absolut bekämpft werden. Und ganz wichtig war in diesem Zusammenhang etwa die Neujahrsansprache des ägyptischen
Präsidenten Al-Sisi, der in seiner Ansprache im Fernsehen gesagt hat, dass diese barbarischen Morde im Namen des Islams intolerabel sind, dass sie absolut zu verurteilen sind, dass sie nicht mit dem Koran zu rechtfertigen sind und dass andere Schriften des Islams daraufhin überprüft werden müssen, ob sie einen Vorwand liefern können, sich als Rechtfertigung da benutzen zu lassen. Und er hat dann aber eine Geste der Versöhnung gemacht, die ungeheuer wichtig war. Er hat nämlich eine Reise nach Kuwait abgekürzt, um bei der Mitternachtsmesse der koptischen Christen teilzunehmen. Und hat also damit ein Zeichen gesetzt, was also wirklich extrem wichtig ist, dass sich die Religionen eben nicht auseinanderdividieren lassen in einen neuen Religionskrieg. Und er wurde daraufhin von einem wichtigen Repräsentanten einer französischen Denkfabrik, Eric Denissé, der Vorsitzende der französischen Zentrum für Intelligence, also für Geheimdienstforschung, der hat praktisch gesagt, man muss El-Sisi, den französischen De Gaulle, nennen, und der hat im Grunde vorbildlich gehandelt und den muss man heranziehen bei der Lösung dieses Problems im Allgemeinen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und damit ist natürlich nur eine Ebene angesprochen, aber umso wichtiger ist es eben, dass die Veröffentlichung zu der Pressekonferenz, die Senator Graham letzten Mittwoch im Kongress gemacht hat, zusammen mit den Kongressabgeordneten Walter Jones und Stephen Lynch, dass die inzwischen weltweit immer mehr Verbreitung findet. Also im russischen Fernsehen, im iranischen Fernsehen, in einigen lateinamerikanischen Medien, aber auch in Frankreich, in Großbritannien und natürlich in den USA gibt es jetzt eine ganze Reihe von Kommentaren dazu oder Abdrucken, auch in Blogs. Und das ist ganz wichtig. Nun hat die New York Times einen neuen Artikel geschrieben, der genauso wie andere Publikationen auch auf den Punkt eingeht, dass also ja die enorme Zunahme von Dschihadisten, die in den Irak fahren oder nach Syrien fahren, dass das eben jetzt im Augenblick als größte Bedrohung angesehen wird. Und die deutsche Regierung hat ja soeben beschlossen, dass dieser Personenkreis, dass man denen den Personalausweis auf 3 Jahre abnehmen will, um zu verhindern, dass sie in diese Gebiete ziehen. Das ist natürlich eine unwirksame Maßnahme, weil was wirklich untersucht werden muss, ist, wer finanziert die Reisen dieser Personen? Und da stellt sich eben heraus, das sind dieselben saudischen Finanzquellen, die auch jetzt, wie Senator Graham und die anderen Kongressabgeordneten betont haben, hinter dem 11. September standen, also vor allen Dingen hinter der Finanzierung, dass da eben auch eine groß angelegte Kampagne ist der Rekrutierung dieser Leute und dass deren Reisen finanziert werden. Das ist also keine spontane soziologische Erhebung von Leuten, die da jetzt Dschihadisten werden wollen, sondern es ist eine organisierte Rekrutierung. Und dann ist ja auch bekannt, dass die Madrasas, also die sogenannten Religionsschulen, eben auch von den Saudis finanziert werden und die sind auch ein Rekrutierungsfeld für weitere Terroristen. Und das muss alles wirklich aufgedeckt werden, weil das wird nicht gestoppt werden, solange dieser Hintergrund eben verbleibt. Und da man davon ausgehen muss, wie der Senator Graham in seiner Pressekonferenz sagte, die Saudis wissen es, was sie getan haben, die USA wissen es auch, die Saudis wissen, dass die USA das wissen und nichts tun, und das ermutigt eine weitere Eskalation dieser terroristischen Aktivitäten. Dasselbe muss man natürlich wirklich als Frage mindestens formulieren, was weiß die deutsche Regierung und wann fängt der Bundestag endlich an, sich mit diesen Sachen in einer Weise zu beschäftigen, die eben nicht nur bei der sogenannten Narrative, also der Narrative, der sogenannten Ente, die man in die Welt setzt, als
Story, sondern wann beschäftigt sich der Bundestag wirklich mit den Ursachen und greift die Pressekonferenz von Senator Graham auf? Und da gibt es ja für Parlamentarier noch viele andere Mittel, wie man also so eine Untersuchung machen könnte. Und das ist die dringende Forderung, die jetzt besteht.